Morgen aus Monte Hermoso. Wir sind wieder auf der Straße und heute geht es Richtung Süden. 430 Kilometer wieder ans Meer. Baustelle auf Argentinisch. Wir leben jetzt ganz gesund. Jeder futtert seine Orange. Dort hinten ist die Lebensmittelkontrolle. Wir kommen jetzt in eine andere Provinz. Und hier darf man jetzt keine frischen Gemüse, Früchte und sowas einführen. Und ein paar Kilometer später kommt dann noch eine Fleischkontrolle. Also hier muss jetzt alles an Gemüse und Früchten muss irgendwie verarbeitet sein. Ich habe eben gestern Abend ziemlich viel verkocht, aber die Orangen, die haben jetzt nirgendwo noch Platz gefunden. Die haben wir jetzt dann noch gefuttert. Der Kühlschrank, der ist jetzt frei von frischem Obst und Gemüse. So, die Kontrolle ist durch. Auto ist von unten desinfiziert. Er wollte es nicht mal sehen von innen. Tipptopp. Und die Fleischkontrolle auch überstanden. Salami ging durch, alles andere haben wir komplett durchgekocht. Was bei allen Kontrollen auffällt, die Leute sind immer sehr freundlich, ob es die Polizei ist oder jetzt da die Lebensmittelkontrolleure, extrem freundlich. Ob wir jetzt schon in Patagonien sind, weiß ich nicht. Also Patagonien ist keine Provinz, sondern eine Region. Und irgendwas habe ich jetzt eben gelesen mit Patagonis. Aber die Provinz hier ist, glaube ich, Rio Negro. Kurzer Boxenstopp auf dem Weg nach Süden. Also eins muss man sagen, die Tankstellen hier in Argentinien, die sind immer sehr gut. Recht gepflegt, machen an den Zapfsäulen einen guten Eindruck. Es hat immer einen kleinen Shop dabei und man kann noch sich hinsetzen und was trinken. Jetzt haben wir eben mal einen Kaffee genommen und wie heißen die Dinger? Empanada gegessen. Oh, das ist ganz gut hier. Wieder eine Etappe fast geschafft. Wir sind jetzt schon hier im Ort El Condor und wir fahren jetzt aber noch ein bisschen weiter vom Übernachtungsplatz weg und schauen uns noch ein paar Seelöwen an. Dort stehen wir dann heute Nacht. Da sind jetzt da die Felsenpapageien oder wie die heißen. Sind schon am Rumkrächzen, aber die verschwinden dann nachts landeinwärts. Ja, wir sind ein bisschen weit gefahren. Hat so Spaß gemacht auf der Schotterpiste. Jetzt müssen wir noch mal ein Stück zurück und dann sind wir da an der richtigen Stelle.
7000 Seelöwen sollen das sein. Und die, wo hier so rumkrächzen, das sind die Felsensittiche. Ja, wie heißt es doch so schön, es könnte uns schlechter treffen. Schaut euch den Sonnenuntergang an. Was dürfen wir hier erleben? Die Vögel, die verschwinden jetzt Richtung Landesinnere, die fliegen da irgendwo in die Stadt. Nicht so schlecht. Ja, und wir stehen hier sozusagen in der ersten Reihe.